Mahlzeit, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Ambarkader Map Spezial. Wir sind noch zu zweit, mit dabei ist der Steffen. Hallo. Ich dachte, oder bin ich doch noch allein? Ja, und ich. Wie gesagt, wir machen direkt am letzten Part, machen wir direkt weiter. Lass das mal ein Stück gibt. Ich bin jetzt mal bei 88%. Hab mich jetzt entschieden, wir machen ab jetzt weiter. Mit 7 km/h, das dauert dann doch schon ein bisschen, bis der Hänger da voll ist. Jetzt sind wir endlich bei 90% angekommen. Ich nehme an, bis ich dann unten bin, alles abgeladen habe und mich wieder an den Steffen tragen habe, ist der Part dann auch wahrscheinlich vorbei. Aber wenn sie, wie weit wir kommen, vielleicht tun wir ein Clay bis zu überziehen, mal gucken, wie es gerade läuft. Schauen wir mal. Aber ich kipp den dann hinten hin, ne? Also ich fahre bis hin und aus und kippen dann dort ab. Komm, wenn du willst, häng dich gleich drauf. Fahr ich doch gleich raus. Die 5%. Machen die Kuh auch nicht fit. Könnte man glaubt, meine Menschen öfters so zusammen geschafft, ne? Jo, ist ja auch was anderes, wie immer nur um Feld, sag ich mal, zu dresche, grubbere. Schön Mais zusammen machen, ist doch auch was anderes. Ja. Oder immer nur Grasmähen, ne? Das habe ich echt mal nicht mehr jetzt halt. Aha. Denk trotzdem, muss ich das Gras auch düngen, ne? Mit dem, der Gülle. Ja, ja. Wobei ich jetzt auch zum Christian gesagt habe, ich gehe jetzt hier und du das eine Feld, wo noch gekrubbert werden muss. Du ich jetzt nicht vorher mit Gülle oder mit Mist vorschmeiße. Sondern Gruppe ist einfach, du es aussähe und du dann mit Kalk drüber gehe. Dass ich da ein bisschen warte, weißt du, bis du mal ein bisschen was mehr auf Lager hast von Mist und Gülle. Aber ja. Weil solange wir da oben noch keine Schweine und Rinder haben, die wir noch nicht mitproduzieren, sondern nur die Kühe. Wenn die Kühe machen ja auch nicht innerhalb von 2 Tagen so viel Kram da zusammen, dass er 35 Felder mit düngen kannst. Dann fahren wir mal auf die Waage drauf, was zeigt so auf. 3.065. Ach, da leite ich noch ein kleines Häufchen. Den kannst du glaube ich nicht wegmachen, das ist der Trigger, gell? Oder? Nee. Du, ich weiß nicht, ich hab's nämlich nicht gesehen vorhin. Okay. Was ist da los? Bei mir ist irgendwie die BGA-Silo leer. Das kann ich lesen. Ei. Sehe ich nix? Ich kann die ganze Platte alle frei. Normal hatte mir doch hinten schon eine große Streif gehabt. Ja, wie ich vorhin fett bin, war da noch eine Streife. Bei mir ist gar nichts.
Ich kipp mal ab jetzt einfach. Was sah der Füllstand? Jetzt bin ich aus dem Abladeträger raus, war. Ja, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich wieder drin. Füllstand 76. Das kann's ja nicht sein, ey. Du hast ja Hänger voll gefahren mit 40.000. Knapp. Ich habe jetzt auch 40.000. Wir haben ja schon Aber jetzt springen wir kurz rein, ob du das siehst. Vielleicht ist das nur ein 60, Synchrofehler. 60, 70.000 müssen wir ja schon vorneweg drin gehabt haben von der Erstuhe. Naja, aber nicht hupst du mal da nicht schon hin, vielleicht siehst du es, vielleicht ist das nur ein Synchronisationsfehler. Und? Nix. Ja, ich mach's. Hat an. Dann 6 76, ne? Pass mal auf, ich gebe mal ein bisschen hin, was passiert. Alter, aber ich jetzt auch wahrscheinlich der Bärstuhl. Patchtausend ist drin. So. Ja, jetzt gucken wir mal, wie mir vorhin hingekippt hatte schon. War doch nicht 20.000 so die viel. Hälfte und das war gar nicht so viel gewesen, ne? Nee. Ha. Musst du mal mich da in der. Komisch, oder? Das ist komisch. Machst du jetzt? Ich will mal jetzt gucken. Also. Guck ich mal zu, oder was du da. Der geht nicht weg, das ist bestimmt der Trigger. So. Wie viel hast du hier? Geh mal hin, guck mal, was hier drin ist jetzt. Hinne, Füllstand habe ich 36.796. Gut, das zeigt es bei mir gerade AA. Jetzt hast du da vorne Zeichen geschoben, ne? Okay, jetzt mal auf der Füllstand. Vorhin waren es 37.000. Weiß ich, ja. Der Weiß ich noch. geht weg. Ach. Weißt du, was es hin kann? Darfst du vorne nicht entleeren? Das Fleisch erst auf dem Hauf, du entleere. Kann Sinn, ja. Der theoretisch müsste ja weg sein. Jetzt du Motor entleere. Jetzt haben wir nur noch 30.000. Desto mehr du mit dem Schild du schaffst, das ganze Zeug geht weg. Ja, ich halte jetzt mal B komplett gedrückt, dass es gar nichts aufnimmt. Kann ich das nämlich da gescheit verdichten.
Ich glaube, das bringt mir denn mal das Schild und nix, ha? Ja, bringe du uns nichts, das stimmt, weil das Silo ist ja eigentlich schon so angelegt, dass er das nicht machen brauchst, weißt du? Na. So, schau doch mal ein bisschen weiter, dass da wieder weitergeht. Ja, ich komme noch rein. Warte, ich mach mal aus. Haben wir denn da vorne wieder hier? Oh. Das ist doch. Ja. Das heißt, wenn du mit dem Schiebeschild scharf geht, das ganze Zeug verloren. Ja, das dürfte aber normalerweise nicht sein. Nein. Also können wir das total verhacken mit dem Schiebeschild. Kannst du mal kurz in die Lok reingucken? So was drin steht, ob du. Nö. Kein Fehler, gar nichts. Nichts ist da drin. Keine Ahnung, was das ist. Ist nicht. Aber normal nehme ich ja das Schild und schieb's nur hin. Ja. Aber Ja, ist auch doof, dass wenn du das Schild nimmst und hast das Schild voll und willst dann weiter vorne entleere, dass dann auf einmal der Füllstand weniger wird. Deswegen war ja alles leer. Weil du hast doch vorhin gesagt, du hast den Haufen vorne hier gemacht, ne? ah ja, klar, ich habe alles komplett auf 100% verdichtet dann, weißt Ja. du? Gehabt. Komisch, komisch. Mysteriös. Wo sind wir dann? Bahngleise dorthin, ne? Ja. Gut. So, dann hängen wir uns mal die zweite wieder dran. Warten, bis er voll ist. Oh, kann ein bisschen dauern, hier ist 46% drin.
Mein Name bei Videos, wenn wir auf dem Trecker hocke. Ja, hörst du mal, ich wollte mal was gucken. Hier ist nämlich was für dich. Oh. Ach, ist ja. Ich kann, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist Markus Maria Profitlich, gell? Für Ja, die da kommt Holzabteilung. hin. Ja. Dann gehen Sie auf Parkdeck 1. Da sehen Sie jemanden, der sich seine Latte hinten reinschiebt. Da ist das, ja. Ja, ist gut. Angst haben, müssen wir bei uns auf der Arbeit machen, so Durchsage. Cam stimmt sau gut. Na, der ist für den, der das Zeug kauft nicht. Aber wie sagt man so schön, einer ist immer der Heine, ne? Naja. So. Wir haben den Schluss vom Part erreicht. Gucken wir dann zwei noch beim Dreh zu. In der Zeit sage ich schon mal danke fürs Einschalten. Und ja, wie immer danke für die Hilfe vom Steffen. Und ansonsten, wie immer, reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.